Herzlich willkommen zurück zu Phantasmagoria. Ich blende mal kurz das Inventar hier gleich mit ein, alles, weil Skyteria gefragt hatte, was ich halt hier so drin liegen habe. Also im Grunde habe ich hier immer noch zwei Schüssel. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, das eine war da oben zum Turmzimmer und der andere wahrscheinlich hier dann. Keine Ahnung. Hier zu diesem Arbeitszimmer oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Dann halt hier die Schürhaken-Dingsbums da, ne? Ja, halt diesen Kamin-Schürhaken. Ups. Den Hammer und eine Glasscherbe. Ich weiß gar nicht mehr genau, wovon wir die hatten. Irgendwie im letzten Part, glaube ich, oder so irgendwo gefunden. Genau, so. Und jetzt wollte ich. Ja, Candy müsste das Spiel wieder repariert haben. Also, ich habe es repariert mit Candys Hilfe. Und jetzt gehen wir doch da nochmal zurück. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt eigentlich herkamen. Dann gehen wir nämlich nochmal ins Theater. Drück auf den Knopf, Kind. Und schauen uns jetzt nochmal das Gerät an. Der Gerät. Wie auch immer. Ach, hier sind wir in dem Kapellengedöns. Ja, du kannst es auch eigentlich überspringen. Genau, und dann ist hier ein Gang, nämlich, das wurde mir jetzt auch noch gesagt, der wohl dann zu dem. Gehen Sie zur Kapelle. Finden Sie den geheimen Schalter rechts neben der Tür. Ja, dann ist wahrscheinlich das der Gang, der uns in die Krypta oder sowas führt. Ich habe mir jetzt nicht mehr den letzten Part, nicht mehr das Ende angeschaut gehabt. Irgendwo sollten wir ja auch hingehen. Irgendwas war doch da. Ach, da liegt noch das Buch. So, jetzt gehen wir aber erstmal ins Theater. Ich hoffe, Don rennt hier jetzt noch nicht rum, aber solange ich nicht ins Badezimmer gehe, glaube ich, ist es in Ordnung. Und ich schaue mal auf die Uhr. Okay. Das ist doch hier dann. Nein, nein, nicht hier. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Klasse. Da will ich hin. So, jetzt hoffe ich, funktioniert das Ganze hier. Ja, genau, da will ich hin. Ja, kannst überspringen, ich weiß es schon. So, hoffentlich funktioniert das jetzt. Bitte, 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 bitte. Ja. Okay. Ja, der unglaubliche Kahn und der grauenerregende Thron des Grauens. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Willkommen zu einer höchst außergewöhnlichen Vorstellung. Ich kriege gleich einen epileptischen Anfall. Sie werden eine atemberaubende Darbietung erleben. Dergleichen ist noch nicht zuvor versucht worden. Oh nein, da stirbt doch dann Kramer, Ist nie zuvor versucht worden. Der berühmte Kano wird in seinem neuesten Trick dem Tod ins Angesicht sehen, auf dem Thron des Grauens. Ladies und Gentlemen, der berühmte Kano! Was machst du hier, Marie? Warum? Ich habe dich letzte Nacht gesehen. Gib es zu, du triffst dich noch immer mit ihm. Nein! Spiel nicht verrückt! Aber dann hätte man das da vielleicht sehen können, bevor man sozusagen die Geschichte dann erfahren hat. Ich verstehe. Also im Kapitel 6 schon. Schon, je nachdem.
Gib es zu. Fahr zur Hölle. Was machst du hier, Marie? Ich hab dich letzte Nacht gesehen. Gib es zu, du triffst dich noch immer, Dean. Ja, ist schon schlimm. Aber hat er halt auch verdient, ne? Oh, kleiner Pixelfehler, ist okay. So, jetzt eigentlich nochmal zurück in die Kapelle, ne? So, und jetzt gehen wir da in diese Krypta, glaube ich, dann von hier aus rein. Pixelfehler. So, jetzt schauen wir mal hier. Oh, ja, das sieht doch schon ganz anders aus. Okay. Okay, gut. Wäre ich das letzte Mal noch einmal weitergegangen, hätte ich es gleich gemerkt selber, dass hier irgendwas anders ist. Okay. Was haben wir hier? Was liegt da so? Das ist auf jeden Fall eine Krypta hier. Ah, da ist ein Kreuz. Das ist gut, dass ich jetzt da ein Kreuz habe. Das brauchte ich ja auch. Ja. Ein Rosenkranz. Ja. Okay. Marie, genau. Irgendwer anders lag doch in der Krypta. Irgendwas war doch da, ne? Ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Das hatte doch dieser alte Mann gesagt, glaube ich, ne? Dass genau Sultan da gar nicht drin liegt irgendwie, sondern da liegt jetzt dieser andere Heini, dieser. Ja, wisst ihr schon. Aber ich kann das hier auch nicht öffnen oder so. Irgendwas war da. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Sophia. Das war doch... Armes kleines Kind. Genau, ich wollte gerade sagen. Ich habe jetzt gerade gar nicht geschaut, wie alt ist die geworden? Kann man das nochmal sehen?
2 Jahre. Mhm. Regina, ne? Mhm. Okay, na, Regina ist die einzige, die hier unten liegt, sozusagen. Und die anderen hat halt alle irgendwo verschüttet, obwohl hier ist auch noch eine. Ah, Leonora. Die Malerin. Die hatte doch Regina, war die, die hat da, die hatte doch, Regina ist doch die mit dem Maul gestopft und die, oder? Und die Künstlerin, wie hat dann die nochmal? Das war das die dann mit dem Kopf in die Weinflasche? Irgendwie so, ne? Okay. Mhm, jetzt geht's da hoch. Ach, und dann sind wir da außen. Ach, und da war das ja vergittert. Ich verstehe. Okay. Was braucht denn jetzt eigentlich? Wir haben diesen Rosenkranz, also diesen sakralen Gegenstand. Dann brauchen wir irgendwie noch Blut, ne? Und dann? Was brauchen wir dann noch? Kann ich. Nee, da ist nichts mehr, ne? Es ist jetzt nur dann da hinten hoch. So, genau, komm zurück. Okay. So, geht's hier noch irgendwo anders weiter? Nein. Okay, also jetzt sind wir... Die Garderobe. Finden Sie den Schneemann. Er ist in Dons Wespentasche. Der Schneemann. Der, den Don uns geschenkt hat, irgendwie zu irgendwann, ganz am Anfang, in dem Pornodialog, da hatten wir drüber geredet. Ah, ist das vielleicht der Ach, Nähe des Theaters. Das meint, glaube ich, auch Skateria. Und Candy redete ja von einem Gegenstand, den ich unbedingt brauche, sonst kann ich diese Todesszene mit Don nicht überleben. Und das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich wollte zwar ja hier diese ganzen Waffen ausprobieren, die ganzen, die wir haben, da wären 3. Rosenkranz kann ich mir jetzt nicht eins überziehen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass wir ihn dadurch nochmal ihn, wirklich seine Person, daran erinnern können. Hey, hier, Don... Weißt du noch, erinnerst du dich, was du mir den geschenkt hast? Ich liebe dich doch. Du liebst mich doch auch. Und das sonst dann verschont halt. Irgendwie so. Könnte ich mir vorstellen. Ich finde das so traurig, dass wir hier nicht mehr drankommen an die. Echt. So. Da hinten. Ach, da ist ja der Geheimweg. Ja, ich will hier lang. Ich hoffe, er, aber nee, er muss ja im Bad sein oder sowas. Ne? Er ist jetzt nicht da. Weil er hat sich ja da geschminkt irgendwie. Okay, ansonsten hat sich ja auch nichts verändert, außer da. Da ist dann vielleicht dieser Schneemann drin. Danach haben wir auch noch einen Platz im Inventar, falls wir noch irgendwas bräuchten. Reicht uns dieser... Oha, Entschuldigung. Der Rosenkranz als sakraler Gegenstand da? Wahrscheinlich, ne? Wir kommen ja eh nicht mehr, weil ich habe mir gerade überlegt, wir könnten vielleicht das versuchen einzutauschen mit dem anderen Kreuz, aber wir kommen ja hier gar nicht mehr aus dem Haus raus. Oh, der der kleine süße Schneemann. Süß, okay. Ein kleiner Schneemann für den Weihnachtsbaum. Ja, genau.
Sehr schön, was sagt er jetzt? Die Dunkelkammer erwartet sie. Oh nein, oh nein. Okay, ja gut, die Dunkelkammer erwartet mich. Ja, dann schön. Aber dann sollte ich vielleicht hier trotzdem nochmal erstmal speichern, Leute, weil, ne, man weiß ja nicht. So. Sicher, dass wir jetzt alles haben. Wir hatten aber auch, glaube ich, sonst eigentlich jeden Raum. Eigentlich waren wir auch überall, glaube ich, ne? Oder? Ich glaube schon. Und da war ja, wir waren ja auch im Keller und so. Ja, ich weiß nur nicht mehr, ob wir halt jetzt noch irgendwas brauchten oder so. Aber das werde ich ja jetzt gleich feststellen. Vielleicht, ob mich der... Ich werde mal versuchen, ihm trotzdem diese Waffen über den Kopf zu ziehen, wenn wir dann auf dem Stuhl sitzen, was wir ja sehr wahrscheinlich wieder werden. Aber ich werde auch mal versuchen, den Schneemann dann natürlich vor seinem Gesicht baumeln zu lassen. Das wird sicherlich funktionieren dann. Könnte ich mir vorstellen. Oh Mann, ich will aber nicht halt einfach. Oh nein, ich will halt einfach nicht.